Hallo, ja, ich habe hier ein Triptop-Set, das hatte ich ja mal angesprochen, ob ihr das eventuell sehen wollt und ja, hat mich sehr überrascht, es waren doch sehr, sehr viele, die sich dafür interessieren. Also werden wir heute mal dieses ja, Triptop-Set begutachten. Ich habe das schon, ach du, schon ein paar Jährchen hier liegen. Ich wollte das damals schon mal irgendwann mal machen, aber bin irgendwie von abgekommen. Und da ich den Kanal hier jetzt ja, umstrukturiere, es werden hier definitiv keine Ü-Eier mehr gezeigt. Das war einmal, dem wird nicht mehr so sein. Und ja, ich jetzt gerade so in dieser Testphase bin, was wird hier geschaut und welche Interessen sind hier, habe ich dieses Set hier mal vorgeholt und mal gefragt und ich musste ja feststellen, dass es doch sehr, sehr viele sind, die Interesse dran zeigen. Ja, ich habe das Ganze damals, glaube ich, von Norma gekauft, ja, ist von Norma, hat damals 7,99 gekostet. Was die heute kosten, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Triptop Starter Set. Da müsste alles drin sein, was man zum Starten braucht. Inhalt ist ein Beobachtungsbecken, ein Beutel Triptops-Eier mit organischen Segmenten. Das brauchen die wohl in den ersten Naupien-Stadiums. Ja, das also aus den Eiern schlüpfen Larven, so wie ich das mitgekriegt habe. Und dann die erste Verpuppung oder beziehungsweise Veränderung. Das ist denn, die verändern sich denn von Larven zu Naupien. Und da gibt es vier Stadien von. Ja. Und dieses Segmentenzeug, das ist da irgendwie, das brauchen die zum Schlupf oder so. Und dann ist hier ein Beutel Triptopsnahrung, ein Beutel Sand. Spritze zum Ansaugen, ein Stück Schlauch, Pipette, eine Lupe, ein Spachtel, eine Pinzette. Illustriertes Anleitungsheft ist auch mit dabei. Ja, dann wollen wir das Ganze hier mal aufmachen. Wollen mal reinschauen. Gucken uns das jetzt hier mal an. Ja, der Karton ist hier auch noch mal an den Seiten so ein bisschen bunt. Von oben her ist er, oder von innen ist er rot. Hier sieht man das ja. So. Was haben wir jetzt hier drin? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist die Anleitung, wie das Ganze gemacht wird. Und ja, das werde ich mir nachher erstmal durchlesen. Dann haben wir natürlich hier als allererstes erstmal dieses Becken. Das werde ich, wenn das klappen sollte, mit den mit den Urzeitkrebsen werde ich das natürlich dann ja, austauschen. Ich werde das hier erstmal nur zum Schlupf nehmen und nachher dann, ich sage mal, zum richtigen Beobachten auch ein richtiges Becken dann holen, wo man die dann beobachten kann. Das wird ein Mehrteiler werden. Sehr alt werden die Krebse nicht,
Also ich habe im Internet gelesen, also das längste sind, glaube ich, 70 Tage. Älter werden die, glaube ich, nicht. Und wir schauen mal, wie alt die hier werden. Vielleicht kann ich auch, ja, welche denn nachziehen. Mal sehen. So, also hier haben wir einmal den Beutel mit Sand. Der kommt aber nachher erst rein. Der kommt jetzt noch nicht rein. Sondern wir haben hier extra verpackt. Vorsichtig aufmachen. So, wir haben hier einmal verpackt die Tritops. Nee, das ist das Futter. Das ist das Futter für die. Und dann haben wir hier, hier sind die Tritops-Eier mit diesen Segmenten drin. Das wird nachher ins Wasser gemacht. So, und was haben wir hier in dem Beutel? Ja, hier haben wir so eine Pipette. Wir haben hier so einen Spachtel, kleinen Löffel. Wir haben hier die 10 Milliliter Spritzer. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben hier einen kleinen Schlauch, der denn hier, ups, der denn hier auf die Spritze kommt. Wir haben hier eine Lupe, wo wir mit vergrößern können dann nachher. Und wir haben hier so eine Pipette. So. Ich werde mir jetzt erstmal die Anleitung durchlesen und dann sehen wir uns wieder. Und wir schauen dann mal, wie es dann weitergeht. So, ich habe das Becken jetzt nochmal gereinigt. So stand es drin. So, wir nehmen jetzt quasi diesen Beutel hier, den sollen wir nochmal schütteln, um die Eier da möglichst drin gut zu verteilen, weil man soll nur die Hälfte des Beutels dann nehmen und soll das in das Becken machen, damit man dann eventuell noch mal einen zweiten Versuch hat, falls der erste nicht klappt. So, und das Ganze wird hier mit destilliertem Wasser gemacht. Da wird also hier destilliertes Wasser in den Becken reingefüllt. So. Und jetzt machen wir hier den Beutel auf. Ja, bloß wie machen wir den auf? Am besten mit einem Messer. So, und dann werden wir die Hälfte
reinmachen und den Rest werden wir dann nachher hier wieder verschließen. So. Und dieses bleibt jetzt in dem Wasser drin. Und wir schauen dann mal nach, was daraus wird oder was daraus geworden ist. Ich werde wahrscheinlich dann ja so in 2-3 Tagen die Kamera wieder anschmeißen und werde euch dann eventuell vom Erfolg oder Misserfolg berichten und mal schauen, vielleicht wird das eine schöne Serie, wo man dann eventuell auch mal ja versuchen kann. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, die eventuell auch nachzuzüchten. Das soll eigentlich auch ganz gut funktionieren, wenn wir hier was rausbekommen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir auch Nachzuchten rauszüchten können. Ich meine, so ein bisschen mit Aquaristik kenne ich mich aus. Ich habe jahrelang selber Aquarien gehabt, auch mehrere. Und ja, ich bin mal der Meinung, das sollte ja vielleicht nicht so eine allzu große Herausforderung sein. Ich kann mich natürlich auch täuschen, dass es ziemlich schwierig ist, hier welche nachzuziehen. Wir werden sehen. Die Zeit wird zeigen, wie und wann. Wenn es auf jeden Fall geklappt hat und wir haben die ersten Tritops gezogen, dann werde ich natürlich auch ja, 1 oder 2 kleine Becken mir besorgen. Aber vorher tue ich das eben noch nicht. Weil warum soll ich mir da jetzt das Zeug holen und dann nachher wird das nichts? Wir warten jetzt hier erstmal ab. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier erstmal gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben und verfolgt die Sache dann mit mir zusammen. Also ich finde die Sache ziemlich spannend. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Vielleicht müssen wir das Ganze auch nochmal neu starten. Man weiß es nicht. Okay, das war es jetzt erstmal von diesem Video hier. Wie gesagt, wir sehen uns. Tschüss.